Heute gibt es die nächste Folge der Vienna Tea Time. Meine Damen und Herren, liebe Vienna Family, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, das gilt auch für meine Gesprächspartnerin. Servus Nina. Hallo Erwin, hallo an die Vienna Family. Nina, wie geht es dir? Bist du gesund? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Und ich bin gesund und auch meine Lieben rund um mich sind gesund. Hoffe, es geht dir auch gut. Ja, alles okay. Bisschen im Homeoffice, aber das sind wir ja in der Zwischenzeit schon gewöhnt und das bekommen wir alles hin und gesund. Gott sei Dank bin ich und meine Familie alles top. Ich habe mir ein bisschen deine sportliche Karriere angeschaut, was die Zahlen betrifft. Einzigartig. Die Highlights, ich kann sie Nina noch nicht auswendig, aber ich verspreche, ich werde es auswendig lernen. Es waren 109 Länderspiele, daher mehr als der Andi Herzog. Es waren 53 Tore, damit mehr als Toni Polster und als Höhepunkt der Platz 3 bei der Europameisterschaft mit dem Nationalteam 2017. Was bedeuten diese Erfolge für dich? Ja, diese Erfolge bedeuten schon sehr viel für mich. Das ist eine gewisse Belohnung, eine gewisse Bestätigung für den Weg, den ich gegangen bin, den Aufwand, den ich geleistet habe. Und aber auch die vielen Emotionen, viele Freude, alles, was da passiert ist. Da ist wirklich sehr viel passiert. Es sind nicht nur die Erfolge, es sind auch andere Erfolge, es sind auch andere Niederlagen, die zusammenschweißen, die einen auch weiterbringen. Aber das Wichtigste ist immer, dass man am selben Tag gemeinsam, und das ist für mich einfach super, dass ich im Teamsport bin und das ist für mich sehr wichtig, gemeinsam mit den anderen Leuten fair und ohne Mitspielerinnen, Trainer, Betreuer, alles Mögliche sind natürlich so Erfolge dann auch nicht drin und so Rekorde auch nicht, kommen dann auch nicht von alleine. Ich muss nur eine kleine Zwischenfrage noch oder Zusatzfrage stellen. Hast du als kleines Mädchen schon von dieser Karriere geträumt oder war das nie ein besonderer Berufswunsch, Fußballerin zu werden? Ich habe ja wirklich lang vom Frauenfußball gekommen. Fußball als Idole gehabt und sicher. Ah, muss ich fragen, wer waren die Idole? Naja, das war damals noch, da war das Ronaldo, Ronaldinho, also der dicke Ronaldo, Österreich, der Polster, der Tor geschossen hat, diese Konsorten halt. Okay. Und klar steht dann im Kindergarten, Freundschaftsbuch, Berufswunsch, Fußballerin oder Fußballer. Und später habe ich dann mitbekommen, dass es eben Frauenfußball auch gibt, aber es war jetzt nie, es ist dann, je älter ich geworden bin und je mehr ich dann auf dem Frauenfußball mitgekriegt habe, desto eher ging es dann in die Richtung, ja, im Frauenfußball ist das auch möglich, aber Fakt ist, dass ich jetzt so eine Profikarriere, internationale Karriere jetzt nicht direkt angestrebt habe, das ist auch was peu à peu passiert ist. Und ja, schön, dass das passiert ist. Zu all den Titeln heißt jetzt eine ganze Zelle Trophäe noch vor kurzem dazugekommen, der Niki. Erzähl uns ein bisschen was davon. Ja, der Niki, den habe ich jetzt bei der Sporthilfe-Lotterien-Gala entgegengenommen, gemeinsam mit einem, der auch bei diesem tollen Projekt dabei ist. Und zwar habe ich mich engagiert bei dem Projekt von Spielerpass, wo Initiator Nico Kahner das Projekt Der Heimkicker gegründet hat. Der Heimkicker, da geht es darum, dass wir, das ist relativ rasch aus dem Boden gestampft worden im März, wo es geheißen hat, okay, Lockdown, Leute, bleibt daheim, macht daheim Sport. Auch für die Menschen mit Behinderung, und das ist eben wirklich der Hauptpunkt, die durften auch nicht viel raus. Wichtig war aber, dass man sie bewegt, dass sie sich bewegen, denen auch Freude reinzubringen. Und so hat man das Projekt aus dem Boden gestampft, dass man in Einrichtungen reingeht und den Menschen mit Behinderungen Fußball oder Bewegungseinheit anbietet. Natürlich alles unter Sicherheitsmaßnahmen und Abstand. Und das hat sich innerhalb kurzer Zeit relativ gut ausgebaut. Wir sind in vielen Einrichtungen in insgesamt jetzt 5 Bundesländern unterwegs, machen da Training mit über 100 Menschen. Und mir hat der Nico Kahner, eben der Gründer, der hat mich damals schon, bevor das alles entstanden ist, bevor es losgegangen ist,
kontaktiert, wie es ausschaut, würde ich das unterstützen. Und da war ich sofort dabei bei Crowdfunding, dass wir da das Geld zusammenbekommen, um Trainer zu zahlen, um Materialien zu kaufen. Und dann eben auch als Trainerin bei einigen Trainings auch zu unterstützen. Ich finde es auch großartig, wie du das erwähnt hast, eigentlich im März so richtig gestartet und dann im November gibt es schon den Niki. Also wirklich ein einzigartiges Projekt. Und ich darf hiermit versprechen, dir im Speziellen und der Banner Family, werde ich alle zuhören, wenn es mich braucht, genau für solche Sachen. Ich komme immer. Das ist hiermit versprochen. Außer ich habe halt keine Zeit, aber sonst gerne und ich bin einmal dabei, egal was wir auf die Füße stellen. Bitte ruft es mir an, ich werde euch helfen. Nächste Herausforderung, gerne. Nächste Herausforderung hast du mir auch verraten, die B-Lizenz als Trainerin. Da gibt es bald eine Prüfung, oder? Jawohl, ich war als Spielerin lang am Feld, ich habe vieles mitbekommen. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht mehr so den Fokus aufs Spielen lege, dann will ich auf jeden Fall im Fußball bleiben, dann will ich auch auf jeden Fall im Frauenfußball bleiben. Und wichtig war für mich, die andere Seite so ein bisschen zum Sehen und mitzubekommen, eben Trainerbereich. Deswegen habe ich auch die Trainerausbildung gestartet. Ich habe die schon mit, glaube 17, 18 Jahren habe ich schon mal einen ersten Trainerkurs gemacht. Und jetzt ist es so, dass vom ÖFB B-Lizenz für Berufsspielerinnen angeboten worden ist. Letztes Jahr hat der begonnen und da haben wir jetzt die Kurseinheiten schon hinter uns. Einmal wurde die Prüfung schon aufgrund Corona-Situation verschoben und die jetzige Prüfung sollte im Dezember stattfinden und für das bin ich gerade am Lernen. Und ja, das ist für mich einfach wichtig, gerade auch aus meiner Position als sportliche Leitung, dass ich die Trainersicht, auch Videoanalysen und alles, da gehört so viel dazu, was für mich jetzt als die Stelle sportliche Leitung mich dann auch weiterbringt. Corona hast du angeschnitten und deine Funktion als sportliche Leiterin, was den Frauenfußball, den Mädchenfußball bei der Wiener betrifft. Unsere Mädels, die dürfen aber jetzt gerade nicht gemeinsam trainieren. Wie geht's denen überhaupt? Wie hält man mit denen Kontakt? Wie hält man die auch bei Laune und beim Fußball? Weil ohne eigentliches und dann individuelles Training geht es ja nicht, oder? Ja, auch danke fürs Nachfragen. Ich gebe es weiter. Wir halten heute schon wieder eine Kraft-Videokonferenz statt. Also wir machen Krafttraining über Skype. Und ja, ihnen geht's gut. Wir können sie locker bei Laune halten, ist aber gar nicht notwendig, weil sie sind alle motiviert, die sind alle fit. Wir haben da so einen groben Plan, wie es weitergehen soll und auch eine, ja, auch Schwerpunkte, die wir jetzt einfach angehen und die Zeit daheim nutzen wollen. Das heißt vor allem Kraftbereich, Fitnessbereich, Robustheit, dass wir da viel weiterbekommen. Dementsprechend, ja, Mädels sind gesund, soweit ich weiß, fit. Wir halten ein- bis zweimal in der Woche Videokonferenz, wo wir sie so gut wie alle immer sehen. Und ja, so trainieren wir und so nutzen wir die Zeit eigentlich sehr gut und haben natürlich alle auch ein Trainingsprogramm bekommen. Also ich habe meine Trainer, Trainerinnen in den Frauenteams und auch Nachwuchsteams angeleitet, dass sie ein Heimprogramm an die Spielerinnen schicken und das wird auch regelmäßig adaptiert und da schaue ich aber so ein bisschen auch den Überblick und das finde ich sehr gut. Also die Trainer, Trainerinnen leisten auch gute Arbeit in der Zeit, wo sie daheim sind. Und so kann es funktionieren und so, glaube ich, steigen wir wieder, ohne da jetzt ein bisschen an Verlust an Leistung, Qualität zu haben, gut wieder in die, ja, wann auch immer es wieder starten kann, gut wieder ein. Nina, bevor wir hier Schluss machen mit unserer Vienna Tea Time, erzähl uns noch ein bisschen was von dir persönlich. Auch ich, wir beide kennen uns jetzt, ich schätze mal so 2-3 Jahre, relativ oberflächlich natürlich, weil für tiefgehende Gespräche haben wir einfach noch keine Zeit gefunden. Und daher will ich ein bisschen was von dir wissen und natürlich die Wiener Family auch. Was hast du für Hobbys und was interessiert dich noch außer Fußball? Ja, auf jeden Fall die Natur. Ich gehe sehr gerne wandern, mit oder ohne Hund. Das nächste Hobby, unser Hund, unser Familienhund, der Amigo, der ist eh schon auch bekannt, glaube ich, via Insta geworden. Den unternehme ich sehr viel, natürlich, wenn möglich, mit Freunden treffen und da auch also so ein bisschen kulturell was unternehmen, in Museen gehen.
Ich gehe gerne essen auch. Also das ist alles jetzt ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich, ja, war's das im Groben. Und muss sehen, in welche Richtung geht es da, dieses Kulturinteresse? Ja, schon Richtung Kunst, also Kunst, kunsthistorische. Klassiker, moderne? Eher moderne, also so Klassiker oder so ganz alte, so Albrecht Dürer, das ist dann immer so meins. Eher moderne, auch Egon Schiele, alles mögliche. Also ich bin da, so wie in vielen Bereichen, bin ja in der Kunst sehr offen und vielfältig und freue mich immer auf Neues. Welche Musikrichtung hörst du denn dann gerne? Quer durch die Bank. Also ich höre komplett alles. Meistens im Auto, wenn ich nicht Spotify habe, das ist interessant, was für Radiosender man hat. Da switche ich auch von Ö3 über Radio Wien, Arabella. Also das ist alles 88,6 Rock, was, Metal. Ja. Also ich bin da sehr, auch da sehr offen und höre vieles gerne. Nina, was möchtest du noch unserer Vienna Family mitteilen? Hast du noch so einen Wunsch, einen Appell? Ich darf einfach schon mal im November schöne Weihnachtszeit wünschen. Ich nutze das gleich. Frohe Weihnachten wünschen mit euren Lieben. Bleibt gesund und hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Jahr und ihr seid auch wieder so zahlreich dabei und unterstützt uns weiterhin. Also danke an euch und bis bald. Nina, danke, ich schließe mich da einfach an. Danke dir persönlich für deine Zeit. Bleib auch weiterhin gesund. Ja, und uns allen wünsche ich, dass wir ebenfalls gesund bleiben, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Und am meisten freue ich mich auf ein Wiedersehen bei der Vienna auf der Hohen Warte. Wiederschauen. Ja. Danke, ciao.